Marc Chagalls ist folgendes Zitat überliefert. Sie sagte: Man muss der Wirklichkeit mehr Recht geben als den Traditionen. Man muss der Wirklichkeit mehr Recht geben als den Traditionen. Wohl dem, der so eine Mutter oder so einen Vater hat. Wohl dem, der unterscheiden kann, wo Traditionen helfen und wo Traditionen klein halten oder vielleicht sogar zerstören. Chagall wäre wahrscheinlich auch ein anständiger Heringsbuchhalter geworden. Doch nur Chagall, der Maler, hat unsere Welt um einen großen Schatz reicher gemacht. Die Welt wird ärmer, wenn du deine Begabungen nicht weckst. Die Welt wird ärmer, wenn du deine Begabungen nicht weckst. Und du selbst wirst ärmer, wenn du deine Gaben nicht weckst. Es ist wohl kaum auszudenken, was im Lauf der Jahrhunderte schon verloren gegangen ist, weil Gaben verschüttet blieben, weil Leute das Zweitbeste für ihr Leben gewählt haben. Stell dir vor, du bist wie die Mutter von Marc Chagall. Stell dir vor, wie du in dieser Familie ums Überleben kämpfst, das Haus voller hungriger Kinder und ausgerechnet der Älteste, der schon anpacken könnte, fängt an zu malen. Brotlose Kunst. Das nicht in einer Großstadt, sondern irgendwo auf dem Dorf. Bub, lern was Gescheites. Hör auf zu träumen, leg den Pinsel aus der Hand, komm endlich wieder in die Realität zurück. Welche Realität eigentlich? Die, die ich gerne hätte, oder die, die Gott für den anderen vorgesehen hat? Wir verwechseln leider oft die Realität mit unserer Vorstellung vom Leben und dem Leben des anderen. Stell dir vor, du bist die Mutter von einem Jungen wie Marc Chagall. Du hast die Macht, Begabungen zu behindern. Du hast die Macht, das Leben deines Kindes klein zu halten. Du kannst gut gemeint genau das Falsche tun. So viele Eltern wollen für ihre Kinder nur das Beste. Doch dieses Beste passt nicht zu ihrem Kind. Viele wollen aus ihrem Kind das Beste machen. Und sie wissen genau, wie das Beste aussehen soll, nämlich Heringsbuchhalter, Banker, Model, Fußballer, Handwerker. Das sind alles gute Sachen, doch vielleicht für ein anderes Kind. Wer meint, sehr gut Bescheid zu wissen, was das Beste ist, steht in der großen Gefahr, das Beste zu verhindern. Und wer das Gute für das Beste hält, wird ebenfalls das Beste verhindern. Ein Freund von mir, wirklich intelligent. Er galt als Jugendlicher damals als liebenswert grobschlächtig. Der konnte sehr direkt sein, manche damit auch überfahren. Er war sehr praktisch, er konnte anpacken, er wusste, was er wollte. Ich ging auf die Realschule, er aufs Gymnasium. Nach 2-3 Jahren kam er vom Gymnasium zurück zu mir in die Realschule, direkt in meine Klasse. Und nach der 10. Klasse machte er eine Lehre. 2 Stellen hatte er im Angebot. Er konnte sich entscheiden, entweder Metzger zu werden oder Kaufmann. Alle hielten ihn damals für den geborenen Metzger.
Er wurde Kaufmann. Und viele verstanden es nicht. Und dann bildete er sich intensiv weiter. Er studierte nebenher. Und heute leitet er ein Krankenhaus in Frankfurt. Wie sehr man sich doch täuschen kann, oder? Wie sehr ich mich doch täuschen kann. Ging es dir vielleicht auch manchmal schon so? Wer meint, gut Bescheid zu wissen, was das Beste ist, der steht in der großen Gefahr, das Beste zu verhindern. In welche Schublade steckst du dein Kind? Zu seinem Besten? Wie soll sich dein Mann oder deine Frau entwickeln, damit das Beste aus ihr, aus ihm wird, nach deinen Vorstellungen? Wie müsste unser Prediger sein, damit er der beste Prediger ist in deinen Augen? Du hast die Chance, den anderen zu einem dir passenden Heringsbuchhalter zu machen oder zu einem Künstler. Lass dich ruhig auf das Zweite ein, mit dem Risiko, dass der andere gar nicht so deine Erwartungen erfüllt. Wichtiger als deine Erwartungen sind Gottes Erwartungen. Größer als deine Vorstellung sind die Vorstellungen Gottes und richtiger als deine Beurteilung ist die Beurteilung Gottes über einen anderen oder auch über dein eigenes Leben. Die Grundaussage über dein Leben und über das von jedem anderen heißt, Gott hat ihn gewollt. Gott hat ihn gemacht. Und Gott hat ihm eine ganz einzigartige Persönlichkeit gegeben, ein Profil, einen Mix aus Chancen und aus Grenzen, genau passend für ihn. Und die Lebensaufgabe von jedem besteht darin, dieses Profil jetzt herauszuarbeiten. Und deine Aufgabe ist es, dieses Profil im anderen zu erkennen und den Freiraum zu schaffen, dass das auch gelebt werden kann. Unser Problem ist, dass dieses göttliche Profil erst einmal unscheinbar verborgen ist. Einem Baby sieht man nicht an, ob es einmal Metzger oder Geschäftsführer wird, Buchhalter oder Künstler. Die Lebenslinien des anderen lassen sich nur dann erkennen, wenn du genau hinschaust. Und wenn du dir Zeit lässt. Wenn du vorschnelle Urteile vermeidest und wenn du getroffene Urteile auch wieder revidierst. Wenn du mal die Perspektive wechselst und den anderen von einer ganz anderen Seite anschaust. Ihn in einem anderen, in einem neuen Licht siehst. Du hast die große Chance, einen Beitrag dazu zu leisten, dass aus dem anderen das wird, was Gott in ihn hineingelegt hat. Ich möchte das heute mal vergleichen mit der Faltanleitung für einen Papierflieger. Ich habe hier mal welche mitgebracht. Da ist ein Muster aufgedruckt. Es gibt Faltanleitungen, da hat jede Linie auch eine eigene Nummer. In welcher Reihenfolge muss man denn beginnen, dass es am Schluss auch klappt? Das Muster ist noch nicht so ganz zu erkennen. Der Flieger ist noch nicht so richtig zu erkennen. Er hat noch nicht seine endgültige Form. Aber die Linien sind schon alle da. Wie gehe ich jetzt mit so einem Blatt um? Da ist irgendwie nichts zu erkennen, oder? Was soll das schon werden? Du kannst es zerknüllen und wegwerfen. Du kannst so im Blick auf den anderen sein, schreibe ich ab, aus dem wird sowieso nichts.
Wie kannst du noch damit umgehen? Manche sagen, oh, der andere, das ist einer, den kann ich nutzen, solange es geht. Und sie sagen, der wird verheizt. Ich mache aus dem, was für mich jetzt gut ist. Ich mache das, was ich jetzt brauchen kann. Und es gibt so viele, die werden mit ihren Begabungen verheizt durch andere. Verbraucht, weil sie sagen, ich nutze ihn so, wie ich ihn gerne hätte. Wir haben keinen Rauchmelder, ich habe nachgefragt. Da gibt es andere, die schauen wieder hin und sagen, tja, was mache ich mit dem? Ach, wenigstens die Rückseite ist frei. Das kann ich dann noch gut als Schmierpapier verwenden. Auch eine Möglichkeit, mit dem anderen umzugehen. Wieder denken an alte Zeiten zurück. Mein Onkel hatte ein Plumpsklo draußen auf dem Hof. Kennen vielleicht manche noch? Die alte Zeitung wurde dort ausgelegt als Klopapier. Und manche sagen, okay, ich reiß das klein und dann kann ich das ja zu anderen Gelegenheiten verwenden. Ich fühle mich wieder sauber und der andere beschissen. Wie gehen wir mit dem anderen um? Das sind alles Möglichkeiten, die das Bild Gottes im anderen kaputt machen. Was ist die richtige Verwendung? Ich schaue hin. Ich entdecke die Linien, die hier drauf sind. Ich lasse mir Zeit, das Ganze zu verstehen. Und dann fange ich an, in der richtigen Reihenfolge diesen Linien entlang zu falten. Und je länger ich falte und je genauer ich bei diesen Linien vorgehe, umso mehr entsteht in dem anderen das Bild, wie Gott es sich gedacht hat. Umso mehr entstehen in dem anderen die Möglichkeiten, die Gott in ihn hineingelegt hat. Und ich kann falten und ich kann staunen über das, was aus dem Ding geworden ist, was vorher so aussah, als taugt es nur zum Verbrennen, zum Wegwerfen oder als Schmierpapier. Die Menschen um dich herum, die sind wie solche Papierbögen. Und du kannst der Falter sein für diese Bögen. Sorge dafür, dass unsere Welt mit genialen Fliegern erfüllt wird und dass die anderen nicht nur im Mülleimer landen und zerknüllte Menschenleben und Begabungen zurückbleiben. Jeder Mensch wird als Original geboren. Mach den anderen nicht zur Kopie deiner Vorstellung. Gott hat jeden individuell begabt. Du wirst über deinen Schatten springen müssen. Du wirst manchmal Dinge zulassen müssen, die dir gar nicht gefallen. Du wirst dich auch durchsetzen müssen gegen andere Gleichmacher, die von ihrem pauschalen Handeln überzeugt sind und sagen, so muss es doch werden. Doch du wirst für den anderen eine ganz große Chance, dass er Gottes Handschrift in seinem Leben selbst erkennt. Du kannst zum Gabenentdecker werden. Du kannst ein Talentscout sein. Als Vater oder als Mutter, als Mitarbeiter in der Gemeinde, als Freund oder Nachbar in deinem Beruf oder für deinen Ehepartner. In der Theorie klingt das ganz einfach, ne?
Im tatsächlichen Leben dagegen ist es viel einfacher, seinen eigenen Vorstellungen nachzugehen und sie durchzusetzen, als Gottes Vorstellungen für das Leben des anderen zur Entfaltung zu bringen. Es ist nie zu spät zu entdecken, wie Gott dich gewollt hat. Und du kannst heute den ersten Schritt zurückgehen in Gottes Absichten für dein Leben hinein. Du kannst heute beginnen, Gottes Bild in dir freizusetzen. Du kannst deine Begabungen verschüttet und eingezwängt entweder verkümmern lassen oder du kannst dich befreien lassen und beginnen, diese Begabungen zu entfalten. Vielleicht bist du noch jung, vielleicht bist du 16 und du stellst dir bewusst die Frage, was sind eigentlich meine Lebenslinien? Das ist die allerbeste Zeit, mit so einem schönen, glatten Papierbogen zu starten. Es ist die beste Zeit, zu entdecken, was Gott in dich hineingelegt hat und das zur Entfaltung bringen. Vielleicht bist du nicht mehr so jung. Vielleicht ist dein Lebensbogen schon recht zerknüllt. Vielleicht hast du deine Begabungen schon weggeworfen und hast gesagt, da wird nichts mehr draus. Vielleicht haben andere dich abgeschrieben. Vielleicht hast du dich selbst schon 1000 Erwartungen angepasst, die gar nicht das waren, was du sein solltest. Und jetzt siehst du mit deinen Begabungen so ähnlich aus. Vielleicht bist du 24 und merkst, Mensch, den Beruf, den ich ergriffen habe, das war nicht der richtige. Der passt gar nicht zu mir. Dann stell doch die Weichen neu. Füg dich nicht in das Schicksal hinein, dass du meinst, du musst es immer so weiterführen. Lass dich nicht von dem erdrücken, was andere dir aufgeladen haben. Vielleicht bist du 47 und dich befällt so eine innere Unzufriedenheit, weil du nicht das getan hast, was deine Berufung war. Ich kenne Leute, die waren noch älter und die haben im Leben noch mal was ganz Neues angefangen, weil sie gemerkt haben, das ist es noch nicht. Vielleicht bist du 65. Gerade in Rente gegangen, immer noch ganz fit. Und jetzt kannst du endlich den Freiraum, den du hast, nutzen, um deine unterdrückten Herzensanliegen umzusetzen und denen endlich nachzugehen. Vielleicht bist du 78, die Kräfte lassen nach. Auch dann ist eine Veränderung und eine Neuausrichtung immer noch möglich. Es liegt immer noch genug Zeit vor dir, um Gottes Schönheit wiederzuspiegeln. Es ist nie zu spät, um an dem anzuknüpfen, was Gott in dich hineingelegt hat. Dafür ist es nie zu spät. Dann nimm dein Leben und beginne es wieder zu entfalten. Du kannst es wieder ein bisschen glatt machen. Es wird nicht mehr ganz so schön, wie es am Anfang war. Aber jetzt sind die Linien wieder zu erkennen. Und je früher du damit anfängst, umso klarer kannst du Gottes Bild in dir herausarbeiten. Weg, was in dir steckt. Vielleicht denkst du, das klingt ganz gut, aber das ist doch nicht zu schaffen. Ich weiß nicht, wie ich es anpacken soll. Die Umstände sind zu schlecht, die Zwänge sind zu stark, der Schaden in meinem Leben ist schon zu groß, die Voraussetzungen in meinem Leben sind so schlecht, da ist doch nichts mehr zu machen bei mir. Doch. Doch. Da ist immer noch genauso was zu machen, denn Gott macht das.
Gott macht das. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus: Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Gemeindeältesten. Es mag sein, dass dein Leben zerknüllt ist, dass es nicht mehr ganz frisch und ganz glatt ist, vielleicht an manchen Stellen sogar eingerissen. Doch Gottes Grundlinien sind noch drauf. Gottes Gabe ist noch drin. Und um diese Gabe Gottes zu wecken, kannst du drei Schritte gehen. Der erste Schritt: Leg dein ganzes Leben in Gottes Hände. Leg dein Leben ganz in Gottes Hände. Dein einigermaßen glattes oder dein zerknülltes, egal. Sprich Gott dein Vertrauen aus. Formuliere es als dein Gebet. Sag Gott, du bist mein Schöpfer. Und du weißt am besten, was gut für mich ist. Mein Leben, das soll dir gehören. Ich bin manche eigenen Wege gegangen und Wege in mir wurden aufgedrängt, die gar nicht deinen Absichten entsprachen. Ich habe deine Gaben nicht geweckt. Aber heute zeigst du mir, was du in mich hineingelegt hast. Und hier ist mein Leben, es gehört dir. Mach was draus, so wie es dir gefällt. So wie du dir das gedacht hast. Ich danke dir, dass du das Beste aus meinem Leben machst. Vielleicht ist das dein Gebet. So stellst du dich Gott zur Verfügung, ganz neu zur Verfügung. Das wird die Predigt am nächsten Sonntag sein. Und so hat Gott ganz neu Verfügungsmacht, Verfügungsrecht über dein Leben. Der Schöpfer hat wieder Einfluss auf dich. Jetzt kann er wieder schöpferisch tätig werden bei dir. Und er wird es tun. Er wird es tun, Stück für Stück. So weit, wie du ihm den Freiraum dazu gibst. Leg dein Leben ganz in Gottes Hände. Der zweite Schritt: Lass dir helfen. Manches gerät ins Stocken. Vieles schaffst du auch gar nicht allein. Und manchmal kommst du nicht weiter, weil du nur deine Schwäche siehst und weil deine eigene Art, wie du sie wahrnimmst, weil du sie nicht als Stärke erkennst. Du hast Gottes Gabe in dir. Du hast Gottes Gabe in dir. Tu nichts länger so, als gäbe es diese Gabe nicht. Lass sie frei, nimm sie an und verbiege sie nicht länger. Vergleich dich nicht mit den anderen, die scheinbar viel begabter sind, die scheinbar attraktivere Gaben haben als du, die hier auf der Bühne stehen können. Du hast keine bessere Gabe als die Gabe Gottes in dir. Du hast keine bessere Gabe als die Gabe Gottes, die er in dich hineingelegt hat. Lass sie von Gott freisetzen. Manchmal brauchst du dazu andere Menschen. Bei Timotheus waren es die Ältesten. Die sprachen ihm diese Gabe im Gebet zu und sie weckten sie damit auf. Sie beteten für ihn, legten ihm die Hände auf als Zeichen für Gottes Gegenwart und so kam diese Gabe Gottes in sein Leben hinein. Das könnte auch dein nächster Schritt sein. Dass du jemanden bittest, vielleicht auch die Gemeindeältesten bittest, betet für mich, dass ich meine Gabe entdecke. Wenn du die Sehnsucht verspürst nach deiner Begabung und nach deinem gottgegebenen Platz, dann lass diese Veränderung heute beginnen und lass dir helfen durch andere. Lass für dich beten. Lass es dir sagen, was Gott mit dir vorhat. Lass es dir sagen, dass du wunderbar gemacht bist, wunderbar sportlich oder wunderbar unsportlich, wunderbar introvertiert
oder wunderbar extrovertiert, wunderbar spontan oder wunderbar nachdenklich, handwerklich oder intellektuell, redebegabt oder zuhörbegabt, belastbar oder sensibel, als Ermutiger, als Diener, als Lehrer, als Geber, als Barmherziger. Lass dir helfen, deine Art, wie Gott sie für dich gedacht hat, zu entdecken und sie anzunehmen und sie dann auch auszuleben. Der Zuspruch im Gebet macht den Weg für deine Gabe frei. Timotheus, er war ein eher zögerlicher Mann, wenig entschlussfreudig, manchmal sogar ängstlich. Er brauchte eine starke Person hinter sich. Er war etwas kränklich, er hatte einen schwachen Magen. Doch genau so war er ein wertvoller Mitarbeiter im Reich Gottes. Und das erkannte er durch den Zuspruch von Paulus und von den Ältesten. Sonst hätte er wahrscheinlich ein Leben lang an sich gezweifelt. Ich wollte auch immer ein anderer sein. Ich hatte so ein Bild von mir und das entsprach überhaupt nicht der Wirklichkeit. Ich wollte gerne groß und stark sein, aber ich war klein und wendig. Klein bin ich bis heute, das mit dem Wendigen nimmt auch langsam ab. Ich war anders, als ich es wollte. Und ich habe sogar mal versucht, mit Gott einen Handel zu machen. Und habe gesagt, lieber Gott, wenn du mich groß und stark machst, dann gehe ich für dich sogar in die Mission. Jetzt kann man überlegen, ob ich froh und dankbar sein sollte, dass es anders geworden ist. Es kam anders. Ich muss mich annehmen als der, der ich bin. Und ich weiß, da gibt es immer noch einige Punkte, die würde ich gerne ablegen. Die hätte ich gerne anders in meinem Leben. Und Gott nimmt sie mir nicht ab. Er lässt es zu und sagt, du, das ist meine Lebenslinie für dich. Das ist meine Faltanleitung für dich. Nimm sie an, damit dein Leben gut und schön wird. Und du? Du bist du. Und je mehr du in deinem Leben bist, umso mehr wird der Schöpfer dich auch formen zu dem Du, das du sein sollst. Und umso besser wird es, umso treffender wird es. Und dann geh jetzt am Schluss noch den dritten Schritt. Setz ein, was du bist und was du kannst. Gott baut dich nicht nur auf, sondern er baut dich ein. Wir haben das so schön gesehen hier mit diesem Stück, mit diesen Steinen. Er baut dich ein. Jeder Gabe ordnet Gott eine Aufgabe zu. Und jede Gabe hat Bedeutung. Du hast Bedeutung. Du bist wichtig mit dem, wie du bist. Mach dich dort wichtig, wo du begabt bist. Sonst wird es schwierig. Such deine Bedeutung nicht an anderen Stellen. Das schafft nur Konflikte. Konflikte mit dir selbst und auch Konflikte mit anderen. Lass dich von anderen korrigieren. Es tut gut, auch seine Grenzen zu erkennen. Manchmal schätze ich mich falsch ein und die anderen stöhnen, weil ich die Sache nicht aus der Hand gebe. Dabei kann ein anderer die Sache vielleicht viel besser, ist viel treffender an dieser Stelle. Setz deine Gabe ein, trainiere sie, bleib nicht auf halbem Weg stehen, bleib nicht zufrieden stehen, wenn Gott mit dir noch weiterkommen kann. So ein Papierflieger, der ist ja auch längst noch nicht fertig, wenn er so in seiner Grundstruktur gefaltet ist. Man kann da noch einige Dinge anders machen, man kann ihn noch trimmen und tunen, man kann ihn anmalen, man kann ihn gestalten, so lange, bis das Beste daraus wird. Begabungen sind etwas Tolles. Weck, was in dir steckt. Was ist dein Schritt? Dein nächster Schritt? Vielleicht solltest du heute deinen Lebensbogen in Gottes Hand legen, damit er ihm ein gutes Muster gibt und dir erklärt, wie dein Muster aussieht.
Vielleicht solltest du heute deinen zerknüllten Lebensbogen in die Hand nehmen, damit Gott ihn entfalten kann. Vielleicht solltest du heute jemand für dich beten lassen, damit Gott seine Gabe in dir befreien kann. Vielleicht solltest du heute sagen, ich übernehme eine Aufgabe. Ich bringe meine Begabung jetzt endlich zum Einsatz, damit Gott geehrt wird. Vielleicht solltest du heute einem anderen den Freiraum schaffen, damit sich seine Gabe entfalten kann. Jedenfalls ist heute der Startschuss für aufgeweckte Gaben. Häng deinen Heringshändler an den Nagel und werde zum Künstler deines Lebens. Und dann fliege los. Amen.